Herzlich willkommen bei Arthur Spezial zum Abschluss der Leipziger Buchmesse. Eine Buchmesse mit teilweise herausragenden Neuerscheinungen. Ein Werk könnte allerdings geradezu historische Wirkung entfalten, ähnlich dem Tagebuch der Anne Frank. 1994 beginnt die damals 9-jährige Polina in Tschetscheniens Hauptstadt Grosny mit einem Tagebuch. Es wird ein Kriegstagebuch. 10 Jahre lang beschreibt das Mädchen ihren Alltag zwischen den Fronten eines barbarischen Krieges. Das erschütternde Dokument einer zerstörten Kindheit. Während ich lief, pfiff ein riesiger Splitter wie das Echo einer neuerlichen Explosion an meinem Kopf vorbei. Er zerteilte nicht mich, sondern die Zeit, wie warmes Wasser, das nach unten ablief. Und ich stand in dem trockenen Bett und begriff auf einmal, dass weder Mama noch andere Menschen mich vor dem Tod retten könnten, wenn ich um Hilfe rufe. An der Stelle, wo die Rakete eingeschlagen ist, gab es keine Leichen, die man bestatten konnte, da die Menschen einfach in mehrere Teile zersprengt worden sind. Die eigene Mutter, Schwester, Tochter hat man anhand der Haarspange, eines Ohrrings oder Kleiderknopfes erkennen müssen, so dass man etwas zum Beerdigen in der Hand hatte. Ihre Tagebücher sind das Einzige, was Polina von ihrer Kindheit geblieben ist. Sie schreibt, während draußen der Krieg tobt, in der Küche, im Keller. Es wird zu ihrer Überlebensstrategie. Polina erzählt ihrem Tagebuch von den Sorgen und Träumen eines jungen Mädchens, vom Streit mit ihrer Mutter, der ersten Liebe. Und sie beschreibt den Kriegsalltag. Monatelang isst sie nur geschmolzenen Schnee und Zwiebeln, weil es kein Essen gibt. Polina würde gerne in die Schule gehen, doch ihre Schulen werden nacheinander zerbombt. In dieser Einsamkeit und Finsternis spenden die Tagebücher der jungen Polina Trost. Ich habe meine Tagebücher immer versteckt, weil sie so wichtig für mich waren. Meine einzigen Freunde, denen ich alles anvertrauen konnte und die alle meine Geheimnisse aufbewahrt haben. Sie halfen mir, denn sonst hatte ich keinen, der mich in derselben Art unterstützen konnte wie meine Tagebücher. Polinas Tagebücher werden zur Chronik eines Menschheitsverbrechens. Beide Kriege machen Tschetschenien in den 90er Jahren zu einem Schlachthaus. Sie werden barbarisch geführt, von tschetschenischer und von russischer Seite. Polinas Tagebuch erzählt von Streubomben über Wohnvierteln und von Soldaten, die Sprengsätze in Spielzeug verpacken und an Kindergärten verteilen. Es waren Kriege vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Der erste Krieg hatte noch einen Hauch von Menschlichkeit in sich. Doch im zweiten Krieg hat man sich gefoltert, getötet und das auch noch gefilmt. Die Zivilbevölkerung wurde vernichtet. Man hat Kampfgranaten in den Keller mit Frauen und Kindern geworfen. Es war eine absolute Unmenschlichkeit und Grausamkeit. 2004 gelingt es Polina Scherepzowa nach Russland zu fliehen. Sie will ihre Tagebücher veröffentlichen, um zu erzählen, was während des Krieges geschah. Doch die russischen Verlage haben Angst, ihre Tagebücher zu publizieren. Als sie endlich einen Verlag findet, wird Scherepzowa in Russland verfolgt und zusammengeschlagen. Sie flieht erneut nach Finnland. Dort lebt sie jetzt seit 2 Jahren mit ihrem Mann im politischen Asyl. Auch in Finnland habe ich Drohungen erhalten. Deshalb bleibt unser Wohnort geheim. Mit meinen Freunden treffe ich mich sogar nur an öffentlichen Plätzen, zum Beispiel auf dem Marktplatz oder in einem Café. Aber trotzdem kann ich sagen, dass Finnland ein sehr gutes Land ist. Ich fühle mich dort geschützt. Ich fühle dort eine Ruhe. Ich habe zum ersten Mal so ein Gefühl bekommen, dass ich die Erde liebe. Das heißt, dass ich jetzt einen Ort habe, an den ich zurückkehren kann. Früher hatte ich nichts, wohin ich zurückkommen konnte. Polina Scherepzowa wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt. Sie sagt selbst, dass sie sich fühlt, als wären es 100. Zu viel hat diese junge Frau schon erlebt. Ihre Lebensaufgabe sieht sie von nun an darin, über den Krieg aufzuklären. Ich weiß nicht, wann der Tod kommt. Nur wenn ich schreibe, habe ich keine Angst. Ich glaube, ich tue etwas Wichtiges. Ich werde schreiben. Polinas Tagebuch, erschienen bei Rowohlt Berlin. Die Leipziger Buchmesse war wieder ein Lesefest der Extraklasse. Über 3000 Veranstaltungen bei Leipzig liest. Es gab tolle Überraschungen wie den Preis der Leipziger Buchmesse für den Lyriker Jan Wagner. Insgesamt sehen wir glückliche Aussteller und glückliche Autoren
die im Publikum selten so nah sind. Ein Rundgang durch das Messegeschehen. Und los, ein neuer Rekord. Über eine 250.000 Besucher kamen in diesem Jahr zur Buchmesse und dem Lesefest. Offensichtlich scheinen immer mehr Menschen sich in Bücher zu verlieben. Doch diese Liebe muss sich über die Messe hinaus fort und vor allem in den Läden festsetzen, wünscht die Ministerin. Ich selber habe noch nie ein Buch online bestellt und ich gehe auch Bücher nicht im Kaufhaus kaufen, sondern ich besuche dafür meine kleinen geliebten Buchhandlungen. Und es gibt ja noch genug davon, 6.000 in Deutschland. Davon 3.500, von denen wir glauben, dass sie in die Kategorie unter 1 Million Umsatz fallen, die können sich nun bewerben, eine der besten Buchhandlungen Deutschlands zu sein und neben dieser Würdigung auch ein Preisgeld zu bekommen. 1 Million Euro hat das Staatsministerium insgesamt dafür ausgelobt. Das ist löblich. In so einer Buchhandlung könnte man vielleicht auch ein Buch durchblättern, das die israelische Autorin Ayelet Gunder Goshen vorstellte. Sie erzählt darin von einem Arzt, der in der Wüste einen illegalen Einwanderer überfährt und Fahrerflucht begeht. Löwenwecken hat sie den Roman genannt. Wenn dir was passiert, also du betrügst deine Frau oder überfährst jemanden mit dem Auto, dann sagt man auch, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Als ob da dein Ich wäre, in das plötzlich ein Raubtier, ein Dämon hineingefahren wäre. Wir denken gern über unsere Triebhaftigkeit, über Sex oder Gewalt, als wäre sie etwas Fremdes, das von außen kommt, wie ein Löwe oder ein Dämon. Ja, wir denken oft an Tiere, wenn wir an uns selber denken. Und vielleicht war dies auf der einer Ameisenstraße gleichenden Messe das heimliche Thema, das Tier. Als Illustration, als Metapher und als Objekt der wissenschaftlichen Erforschung. Wir vergleichen Menschen mit Tieren. Und das Ziel des Ganzen ist es im Prinzip, etwas über uns selbst, über den Menschen zu erfahren. Denn eigentlich gibt es nicht viel, was Tiere nicht können. Tiere sind sozial, kommunizieren, können planen und lernen. Doch eins können ausschließlich Menschen, sich in andere hineinversetzen. In Tiere zum Beispiel, wie diesen kleinen Spatzen. Der Spatz ist eine Versinnbildlichung für schüchterne kleine Wesen, vor allem klein, ja, bietet sich das sehr gut an, die Ermutigung und Bestützung im Leben brauchen, die vielen Gefahren aus dem Weg gehen müssen, lernen müssen, Freund von Feind zu unterscheiden. Und mannigfaltige Ungeheuer warten auf kleine schüchterne Wesen, die es zu überwinden gilt. Mal als Dämonen, mal ganz unschuldig, schnüren und galoppieren sie sowohl metaphorisch als auch physisch durch die bienenstockartig umschwirrten Messehallen. Und siehe da, auch hier lässt sich ein Trend erkennen. Eule ist dieses Jahr natürlich, oder seit letztem Jahr, der Renner. Eule Silly. Warum geht eine Eule gut? Was funktioniert, was sie sagt? Ich glaube, die wirkt so menschlich. Auch mit den Augen und... Katzen sind immer am stärksten. Kurz danach kommen dann Hunde und das... Quasi Trendthema sind zurzeit die Füchse. Katze. Also gibt es die Katze, die Märchenkatze Licht, die Katze Else, die einfach dick ist und mit der keiner mehr spielt. Sie sehen Gleichnisse über Gleichnisse. Aber, und das ist das Wunder, es geht ja immer auch um Verwandlung. Und auch hier inspiriert die Messe. Aus dem dicken Klops wird ein bezauberndes Miezekätzchen. Aber warum immer ausgerechnet Katze? Es gibt ja durchaus diese Theorie, dass die meisten Autoren eher Katzen haben. Ich kann mir das auch vorstellen, weil Autoren ja häufig Menschen sind, die gerne zu Hause sind und von zu Hause schreiben. Und da ist eine Katze natürlich angenehmer als ein Hund, der mehr Beschäftigung braucht, indem man muss rausgehen, der braucht Bewegung. Während die Katze unterstützt einen beim Schreiben, indem sie auf dem Schoß rumliegt oder dergleichen. Auf dem Schoß von Dolly Buster sitzt hingegen lieber ihr Hund. Und der hat nun auch ein Buch geschrieben über Frau Buster und den brutalen Medienzirkus. Naja, in Wirklichkeit hat es doch sie geschrieben, aus der Sicht von unten, kennt sie ja. Naja, der Hund kann sich besser über den Menschen lustig machen, ohne dass wir ihm dafür böse sein müssen. Weil man Hund nicht böse sein kann? Weil man beim Hund einfach feststellt, das ist eine reine Satire, aber irgendwo hat er recht. Und wenn ein Mensch das sagen würde, würde man ihm wieder böse Absicht unterstellen. Wir lernen, Tiere sind die wohl beliebteste Metapher der Buchmesse. Weil sie für das stehen, was wir selbst oft nicht sind, nämlich ungeschminkt, wild und unverstellt, wie Dollys Hund. Und er kann ungestraft mit dem Schwanz wedeln. Ja, also das können bei mir grundsätzlich alle Lebewesen ungestraft. André Herzberg kennen viele noch als legendären Frontmann der Gruppe Pankow. Damals sorgte er mit seiner Band für Aufruhr, schräg und laut. 25 Jahre später schlägt André Herzberg ganz andere
Töne an. Schon 2004 hat er einen autobiografischen Roman vorgelegt. Jetzt schreibt er den Roman einer deutsch-jüdischen Familie, seiner deutsch-jüdischen Familie. Alle Nähe fern, eine Spurensuche durch ein ganzes Jahrhundert. Jude sein in Deutschland? Das ist noch immer keine fröhliche Angelegenheit. Der Musiker André Herzberg hat das erst kurz nach dem Fall der Mauer begriffen. In New York. Also jüdisch sein in Deutschland ist doch nicht normal. Man hat so eine Aufmerksamkeit vielleicht auch, ja, von außen. Ich meine, wenn man in Amerika lebt oder in Israel, doch alles so what, ja? André Herzberg wollte wissen, warum das so ist. Was schleppt ein deutscher Jude mit sich rum? Er vergrub sich in seine jüdische Familiengeschichte und machte daraus einen klugen, sensiblen Roman über das letzte Jahrhundert. Im Zentrum drei Generationen der Familie Herzberg. Im Roman heißen sie Zimmermann. Großvater Heinrich, Vater Paul und Sohn Jakob, der Musiker. Vor allen Dingen deren Konflikte. Also diese drei Männer hatten untereinander, gibt es starke Brüche bis hin zum Verrat. Die Väter verraten ihre Söhne. Und ich wollte rauskriegen, was ist das eigentlich für eine Familie? Die Geschichte beginnt mit dem Aufstieg des Lederwarenhändlers Heinrich in großbürgerlichem Wohlstand. Heinrich, deutschnational, ist Mitglied der Reichsvereinigung deutscher Juden. Er glaubt noch an Recht und Ordnung, als sie für ihn schon längst nicht mehr gelten. Für die Flucht ist es fast zu spät. 1939 kommt Sohn Paul mit dem letzten Kindertransport nach England. Er wird dort zum Kommunisten, heiratet eine deutsche Frau und geht mit ihr 8 Jahre später zurück nach Berlin. Aber die Hoffnung auf einen Neuanfang verfliegt schnell. Als die 47 wiedergekommen sind, war ja plötzlich sozusagen Deutschland über Nacht antifaschistisch. Dazu kommt, dass sie sofort von ihrer geliebten Partei angegriffen wurden. Warum? Erstmal, weil sie aus dem Westen kamen. Sie waren aus dem falschen Land zurückgekommen. Sie waren westlich. Der Kalte Krieg hatte sofort eingesetzt. Und dann gab es noch zunehmend doch darauf schon antijüdische Prozesse, Aktionen. Die Drohung wirkt. Die Familie Zimmermann alias Herzberg vergisst mehr und mehr ihre jüdischen Wurzeln. Man ist nicht Jude, sondern Kommunist. So wächst Sohn Jakob in einer Funktionärsfamilie auf, die nicht auffallen will als Juden. Die Mutter ist Staatsanwältin, Vater Paul Journalist. Ein Parteisoldat, der sich nicht scheut, den eigenen Sohn bei den Vorgesetzten zu denunzieren. Ich glaube, das geht darum, dass die Väter einer Gruppe zugehörig sein wollen. Einer Gruppe und einer Idee. Ja? Und das sozusagen die Sache. Ja? Dit, und dem wird alles untergeordnet. André Herzberg alias Jakob will sich keiner Idee, keiner Sache unterordnen und rebelliert mit der Gruppe Pankow. Verbot und Erfolg wechseln sich ab. Und irgendwann kommt die Wende. Eine Sinnsuche beginnt, die bis heute andauert. Erst jetzt entdeckt Herzberg, dass man auch Jude sein kann. Seine Mutter, die Kommunistin, ließ sich vor wenigen Jahren nach jüdischem Ritus beerdigen. Mit seinem Vater hat er nie über das Jüdischsein gesprochen. Nie. Nee, bis heute nicht. Oder dass ich ihm hätte mitteilen können, wie ich das erlebe oder so. Das ging überhaupt nicht. André Herzberg hat ein sprachlich, zum Teil dichtes Buch über das Schweigen zwischen den Generationen geschrieben, zwischen Vätern und Söhnen. Sie können nicht miteinander reden, weil es noch immer nicht normal ist, in Deutschland ein Jude zu sein. Kein Mensch kann glücklich in einer Welt leben, in der alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, sagt der Schweizer Autor und Soziologe Jean Ziegler. Für Ziegler ist das Mord. Jean Ziegler, der bald 81 Jahre alt wird, der in den 50er Jahren bei Jean-Paul Sartre gelernt hat und 1964 Chauffeur von Che Guevara war, bei dessen Besuch in Genf. Jean Ziegler, der sich in mehreren Büchern mit dem Schweizer Bankensystem angelegt hat und die Vereinten Nationen berät. Für die Globalisierungs- und Kapitalismuskritiker ist der große alte Mann eine Art Lichtgestalt und er hört nicht auf,
die kannibalische Weltordnung anzuklagen, in der wir leben, aber nicht leben müssen. Ändere die Welt, so hat Jean Ziegler sein aktuelles Buch überschrieben, das er auf der Buchmesse vorgestellt hat. Der Hunger in Afrika, kein Notstand der Natur, sondern menschengemacht. Es wäre genug für alle da, doch die Welt ist geteilt in Arm und Reich. Krieg, Zerstörung, fundamentalistischer Terror, menschengemacht. Ausdruck einer, wie Jean Ziegler sagt, kannibalischen Weltordnung. Wir sind jetzt 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt. 4,9 leben in einem der 122 Entwicklungsländer. Und viele Menschen dort in der südlichen Hemisphäre leben nicht wie Menschen. Gehen zugrunde an Epidemien, die schon längst überholt sind. Gehen zugrunde an Unterernährung, an verseuchtem Trinkwasser jeden Tag. Also für die dritte Welt hat der dritte Weltkrieg längst begonnen. Im globalen Verteilungskampf um Chancen und Ressourcen kämpfen Flüchtlinge aus der dritten um einen Platz in der ersten Welt. Die Katastrophe im Mittelmeer, menschengemacht. So wie die Tragödie in Bangladesch, wo der Westen Kleidung produzieren lässt, billig, bis es kracht. Die Verantwortung, die Schuld für all das, sieht Jean Ziegler hier, bei den Banken, dem Raubtierkapitalismus, einer menschenfeindlichen Ökonomie. Das Mysterium, das ich zu ergründen suche, ist, die Schrecken der Weltdiktatur, des Finanzkapitals sind bekannt, die Folgen in der dritten Welt, weil wir in einer offenen Informationsgesellschaft leben. Und andererseits findet der Aufstand des Gewissens nicht statt, weil unser Gewissen entfremdet ist, das Kollektivbewusstsein, verschüttet von der neoliberalen Wahnidee. Der Wahnidee, dass Wachstum, Profitmaximierung und Konsumgeilheit in unserem Teil der Welt wie ein Naturgesetz seien. Jean Zieglers Buch ist die Aufforderung zum Kampf dafür, dass sich gegen jede Wahrscheinlichkeit doch etwas ändert am Zustand der Welt. Als junger Mann wurde er in Afrika Zeuge von Hunger und Gewalt. Seitdem sieht der Soziologe Jean Ziegler sich selbst als Weltveränderer. Der 81-Jährige, heute UN-Menschenrechtsberater, hofft auf einen Aufstand des Gewissens, auf demokratischen Widerstand gegen die Diktatur des globalisierten Kapitals. Was kann man konkret tun? Morgen früh kann der Bundestag das Börsengesetz abändern und sagen, sind verboten Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel, die sind Mais, Reis und Getreide. Das stoppt die Preisexplosion und den Slums der Welt, wo 1 Milliarde Menschen leben, werden Millionen von Kindern gerettet. Das ist nicht utopisch, sondern machbar. Doch die Realität ist immer noch Raubbau, Vernichtung von Lebensgrundlagen, die Geschäfte der Agrarindustrie, Spekulationen, die die Nahrungsmittelpreise nach oben treiben. Es ist ein Krieg gegen die Armen, der alte Kolonialismus im neuen Gewand. Kannibalische Weltordnung oder Rettung der Welt, kurz bevor es zu spät ist? Zieglers Hoffnung gilt dem, was er neue planetarische Zivilgesellschaft nennt. Protestbewegungen wie Attack oder Occupy. Das sind alles neue soziale Bewegungen, die unglaubliche historische Kraft schon jetzt entwickeln. Es ist eine Bruderschaft der Nacht, noch unformuliert, ungeeinigt noch. Aber es sind Menschen, die aufgestanden sind, die erwacht sind und die nicht mehr zum Schlaf und zur Entfremdung zurückkehren werden. Und was ist mit der schweigenden Mehrheit? Warum, fragt Ziegler, hängen wir so an unserer Unfreiheit, den selbst angelegten Ketten des Konsums? Das, was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Der reine Zufall der Geburt. Und deshalb muss Solidarität hergestellt werden. Ich bin der andere ist ich. Dann würde man beim Kauf von Kleidung aus Bangladesch mal kurz auch an die denken, die sie hergestellt haben. Als kleiner Anfang beim Versuch, die Welt zu ändern. Die Pudis, Karat oder Silly haben es geschafft, haben im vereinten Deutschland ihre alten Fans gehalten oder sogar neue dazugewonnen. Andere ostdeutsche Bands waren 1990 mit den größten Hoffnungen gestartet und dann furios gescheitert. Warum also nicht die Geschichte der deutschen Einheit aus dieser Perspektive erzählen? Der Journalist und Buchautor Alexander Osang hat einen Roman über eine ostdeutsche Band geschrieben, die mehr schlecht als recht in die Jahre gekommen ist. Die Geschichte über das, was passiert, wenn die alten Songs zu Ende sind, das Leben aber weitergeht.
1989-90 ist für die DDR keine Stunde Null. Eher soll es ein Aufbruch werden. Für die Steine, die Band in Osans Roman, klappt das irgendwie nicht richtig in den 90ern. Die alten Bands sind erst einmal weg vom Fenster. Und als sie wieder da sind, wirken sie irgendwie alt. Ursprünglich wollte ich ja ein Non-Fiction-Buch schreiben über so ein Comeback, weil ich kenne natürlich ein paar Leute aus dem, also von Pankow vor allem, die haben eine neue Platte gemacht, hieß Ein neuer Tag in Pankow, und ich habe gedacht, vielleicht kann man mit dem mal mitreisen, vielleicht kann man mal so ein Comeback beschreiben. Also fand ich immer faszinierend irgendwie, diese Bands, die vor kleinem Publikum auftreten müssen, vielleicht passiert irgendwann. Osang, gelernter Reporter, erzählt die Geschichte einer Band auf Comeback-Tour. Vorbei die großen Erfolge in den 80ern, Zerwürfnisse danach, Stasi-Geschichten, das sich verkaufen müssen in der Marktwirtschaft. Die Wende lässt Osang nicht los. Na, für mich ist mit allerhand so universellen Lebensproblemen verknüpft. Das heißt irgendwie Verrat, Treue, Neuanfang, also all diese Dinge, die mich so irgendwie umtreiben. In all Büchern irgendwie immer umgetrieben haben. Was kommt, wenn die Musik vorbei ist? Die Jugend, die Welt, in der man lebte, Erinnerungen. Osangs Roman ist eine vielstimmige Collage. Jedes Mitglied der Band hat seinen Auftritt. Und immer gibt es diesen einen tollen Moment, an den sie immer denken müssen. Und eines ist sicher, der kommt nie wieder. Comeback hin oder her. Das ist natürlich auch ein Buch über das Älterwerden. Und da gibt es ja so ein Vorzitat, wo die Sängerin eine Frage beantworten soll und sagen soll, wann ist eigentlich am schönsten in deinem Leben gewesen? Das heißt, geht ja immer wieder um diesen Punkt, wie nach dem ersten Gin Tonic, so schön wird es nie wieder irgendwie. Dann trinkt man nochmal fünf und so ähnlich ist es mit denen ja auch. Mit denen, die wollen zurück an eine Zeit, wo irgendwie total schön war. Aber eigentlich waren sie jung vor allem. Und die Illusionen? Nora, die Sängerin der Band, flieht nach dem Mauerfall nach New York, die Visitenkarte eines Produzenten in der Tasche, der dann aber nichts mehr von ihr wissen will. New York ist keine Zukunft, die DDR ist nur Vergangenheit. Und sie ist ja auch so teilweise sauer auf die Leute, die irgendwie nachdem die Mauer fallen, ist immer noch die alten Songs mitsingen, wie so Schlager. Und sie kann mit denen eigentlich mit ihren eigenen Fans überhaupt nicht mehr anfangen und denkt, sie muss jetzt in die Welt, sie muss irgendwie jetzt da irgendwie mitmachen und gucken nach neuen Dingen und findet aber New York eigentlich ironisch und fühlt sich da total entwurzelt. Natürlich singen sie trotzdem die alten Lieder auf der Comeback-Tour, die die Steine durch die stehen gebliebene Zeit in der Provinz führt. Ihre Fans sind mit ihnen gealtert. Strandgut der letzten 30 Jahre nennt Osang sie einmal im Buch. Auch das eine Desillusion. Das ist natürlich sozusagen so eine Art Gesellschaftsbild, das hatte ich schon im Sinn. Ich hatte jetzt nicht im Sinn, so eine Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit oder sowas zu zeigen. Aber wenn es dann so ist, dann ist es so, dann stimmt es vielleicht auch für das Buch. Der Osten war einmal ein Gefühl und ist heute eine Himmelsrichtung. Osangs Buch erzählt schonungslos und nüchtern von diesem Übergang. Das war Arthur Spezial zum Abschluss der Leipziger Buchmesse. Eine Buchmesse, die immer bunter, immer vielfältiger und jetzt auch noch musikalisch geworden ist. Der Buchmessechor wird künftig das Lesepublikum beglücken. Viel Freude dabei. Die nächste Arthur-Ausgabe am kommenden Donnerstag, 22.05 Uhr. Machen Sie es gut. Es ist ein spannender Moment für Ludwig Böhme. Der Chef des Leipziger Synagogalchors probt gerade das erste Mal mit seinen 30 Sängern und 160 Messebesuchern. Schon eine Stunde später haben sie ihren Auftritt. Ein Experiment mit offenem Ausgang für alle. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir gleich eine CD-Produktion mit planen können. Ich bin begeistert. Das kann man schon so. Bereits vor Monaten starteten Messe und MDR einen Aufruf und jeder, der Spaß am Singen hat, konnte sich anmelden für den Buchmessechor. Es wurden Audiodateien und Noten verschickt, denn jeder sollte sich schon zu Hause auf das Konzert vorbereiten. Diese viele Arbeit fokussiert sich jetzt auf diese eine Probe und diese kurze Aufführung. Also das ist natürlich, also ich glaube, ein Skispringer hat es noch ein bisschen härter, wenn er jahrelang trainiert und dann alles in wenigen Sekunden bei seinem Sprung präsentiert werden muss. Also insofern können wir eigentlich ganz entspannt sein.
Die Idee dieses besonderen Chorprojektes ist erlebtes Gemeinschaftsgefühl. Gesungen wird passend zum Messeschwerpunkt Musik aus Israel. Und das in Hebräisch. Für die Sänger eine Herausforderung. Musik verbindet Menschen. Hier in Leipzig hat das funktioniert. Und so wird dieser erste Buchmessechor sicher nicht der letzte gewesen sein.